Hallöchen, lieber Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem Portal 2 Let's Play Together. Diesmal wird mich Blooddrunk begleiten und gegenseitig werden wir uns die Portale zum Ziel schießen. Die Uploads dieses Togethers werden ein klein wenig anders laufen. Diese Folge wird noch ganz normal zur Einleitung unter der Woche hochgeladen, aber neue Folgen wird es immer freitags und samstags geben. Am Freitag auf meinem Channel, am Samstag auf Blooddrunks Channel, da wir das kooperativ machen. Aber keine Sorge, Leute, es wird nicht kompliziert, ihr werdet es nicht vergessen, Links werden überall eingefügt, auch am Ende der Videos, und ab Freitag wird das so geregelt. So, und dann wollen wir aber auch ohne weitere Umschweife sofort ins Gameplay einsteigen. Viel Spaß! Willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. So, hallöchen Leute, und damit wären wir bei unserem Portal 2 Together. Wir machen uns heute daran, den Koop-Modus aus Portal 2 zu zocken. Ob ein Singleplayer Let's Play folgen wird, weiß ich noch nicht. Aber diesmal dabei ist wieder Blooddrunk. Hallo Leute und hallo Stone, ich winke dir. Das ist aber nett. Dann winke ich dir auch mal zu. Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Yeah, mein Lieblingstier. Warum ist da kein Käsewürfel? Es macht keinen Sinn. Aber ich glaube, ich nehme diesmal den Igel. Gut. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Okay, mein Lieblingselement des Periodensystems. Was wähle ich? Eine schwere Entscheidung. Entscheide weise, junger Padawan. Entscheide weise auf Gold. Wirklich? Okay. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Gedisst, Mann. Von GLaDOS. Ja, die disst dann eh am Laufenden. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Hallo. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Yay. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Okay, so, was wollen wir machen? Ich glaube, wir wollen das Portal-Device da hinten holen. Ich denke schon, ja. Und wir sollen jetzt Anweisungen geben, wie wir es kriegen. Und ich... wäre fast die Grütze geflogen. Zuerst ein Portalgerät. Blue hat nun ein Portal. Jedes Portalgerät kann 2 eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Yeah. Hör auf mich, Portale zu schießen. Nimm das! Nein, wir müssen natürlich zusammenarbeiten. Es ist ja ein Koop. Yeah, Portal 2 Koop. Da habe ich mich richtig schon lange darauf gefreut, dass endlich rausgekommen ist. Hör auf mir mal zuzuwinken. Hier, nimm selber einen Winker. Ich soll einen Winker nehmen. Hallo! Ganz primitive Verständigungsmaßnahmen. So, ich mach dir die Tür auf, mein Freund. Danke, mein Freund und Kupferstecher. Ich mache dir natürlich auch deine Türe auf. Keine Abweichung erkannt.
keine Abweichung erkannt. Das ist auch nice, vor allem, weil ich so ein fetter Robot bin und er so ein dünner. Ja. Aber keine Abweichung erkannt. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Hindurch mit dir. Man kann auch Portale überschreiben, wie ihr gesehen habt. Ganz crazy. Ja. Wir haben es noch nicht besonders weit gezockt, aber wir haben schon ein paar Testaufnahmen gemacht. Bis zur nächsten Kammer. Ja. Knöpf gedrücke. Komm her, du Würfel. Nein, er geht nicht in die Ritze. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Saugeil. Der Humor ist wieder so episch. Das war ja auch ein bisschen komisch, bis wir das herausgefunden haben. Eigentlich voll einfach hier. Wir waren nur zu doof. Und nimm dies. Gib mir den Würfel, Freund. Ja. Und jetzt laufen wir rüber. Weil man den Würfel ja nicht durch diese blauen Dingens da durchnehmen kann. Genau, nehme das Desintegrationsfeld. Hui, und weiter geht's. Und so, bis hierhin haben wir jetzt nicht mehr gemacht. Genau. Allerdings stand ich eine ganze Weile rum und habe herausgefunden, wie es funktioniert. Warte, sag mir nichts. Danke. Also. Warte, und jetzt? Was jetzt? Soll ich jetzt hier einfach durch, oder? Nein. Oh. Ja gut, du kannst es mal da oben. Oh, ich glaube, ich soll dir Portale machen. Genau, oder? Da oben und dort. Und jetzt kann ich nämlich wieder hier plump. So weit habe ich gedacht, als ich hier alleine rumstand und nichts tun durfte. Und jetzt drück. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Yay. Hallo. Hallo. Wieso bin ich in einer Kameraansicht? Ich sehe euch und es ist mir egal. Schluss jetzt. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Errungenschaft. Für diese Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Wir sollen uns nicht so freuen. Warte, haben wir noch eine andere Geste bekommen? Ja. Ey, tatsächlich. Zum Schlagern. Yeah. Und wenn man die Tab-Taste drückt, kann man die Sicht des anderen sehen. Dreh dich mal nach rechts. Yeah, saugeil. Okay. Schön praktisch. Okay, und jetzt jeder in seine eigene Kammer, nehme ich an. Ich nehme es auch mal an. Wir hätten es eigentlich vertauschen müssen. Boah, was geht ab? Wir werden auseinandergenommen. Das finde ich nicht okay. Und ein Ladescreen. Ja, auf dem Laufband. Solange kann ich einen Schluck von meinem hervorragenden Kaffee nehmen. Kein Tee heute. Nein, ich halte es abwechselnd. Njam, njam, njam. Los, lauf schneller, Atlas. Mein Dickerchen heißt übrigens Atlas, habe ich in den Entwurfsplänen der Roboter gesehen. Oh, ich nicht, wie meiner heißt. Deiner heißt irgendwie komisch. Irgendwas mit P und 40 oder irgendwie sowas. Okay. Dies ist das Forschungszentrum für menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Aber nennen wir es doch einfach den Hub. Alle Team-Teststrecken beginnen im zentralen Hub. Von hier geht es dann zur neuen Teststrecke. Oh, okay. Oh, geht's hier tief runter. Scheiße. Kann man dich runterstumpfen? Ich will aber nicht da runterfliegen. Oh, hier kann man ein Portal machen. Aber ich denke mal, wir müssen einfach nur durch diese Türe laufen. Ja, wahrscheinlich, wenn wir später hier wiederkommen, werden sich noch andere Wege öffnen, nehme ich mal an. Oh, was haben wir hier? Oh, jetzt gehe ich ins Blaue. Begeben Sie sich in die Demontagekammern. Ja, genau, mal sehen, was passiert, wenn du ins Blaue gehst. Gar nichts. Okay. Auch nicht. Dann halt nett. Wieso müssen wir uns immer demontieren lassen? Erleichtert den Transport wahrscheinlich. Das kann gut sein. Und wieso laden wir jetzt schon? Nein, schon wieder ein Ladescreen. Jetzt haben wir extra einen Ladescreen gehabt, nur für das Hub. Vielleicht gab es da irgendwas extra. Das könnte sein. Ich konnte nämlich ein Portal schießen. Oh. Nein! Egal, wir werden wahrscheinlich noch öfters zurückkommen. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Gedisst an die Menschen. Aber richtig. Tja, wir haben das halt schon von Geburt auf an drauf. Geh mal da drüben auf das Pressure Pad. Was mir gerade eingefallen ist, was auch sein könnte mit dem Hub, dass wir dort nach jeder Mission hinkommen. Genau, meinte ich ja, dass wir dann nach jedem Themengebiet oder so. Oh, crap. Ach so, ich weiß schon.
Ja. Nee, ich kann da kein Portal einschießen. Doch, ich muss hier durch, da hinten geht's wahrscheinlich durch. Nach darum. Ja, jetzt ist die Tür. Tab für Partnerperspektive, genau. Mach du mal die. Ja, aber wenn ich runtergehe, ist sie wieder zu, deswegen. Ja, bitte. Ach so, jetzt kannst. Ach so, yay! Wenn die andere Tür dann offen ist, die muss nämlich, glaube ich, auch aufmachen. Aber man könnte ja den hier machen. Genau. Warte, warte, warte. Ich mach dir mal die Tür da auf, okay? Ja. Jetzt kannst du da lang gehen. Orange erhält. Und jetzt mach mir ein Portal leer. Ist doch schon offen. Da ein rotes. Ja, aber mach mir hier ein. Du musst mir hier noch eins machen, hinter dir an der Wand. Dahin. Ach so, welches ist denn da? Das rote. Das gelbe musst du hinmachen, genau. Und ich komme. Uubi. Hallo. Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Okay, einschlagen. Nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Yes. Wie die immer so unterschwellig uns sagt, dass immer nur einer von uns der Bessere sein kann. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach ein Deathmatch hier. Nein, wir sind ja Freunde. Nimm das! Nein! Schon wieder ein Ladescreen. Ich glaube, nach dem Ladescreen werde ich die Ladescreens immer rauscutten zum größten Teil. Ja, also auf jeden Fall steht da unten Atlas bei deinem. Stimmt, ja. Beim Ladescreen sieht man das jetzt nochmal. Schneller! Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Ja, das stimmt sogar. Es gibt ja einige Spiele. Mensch, ärgere dich nicht. Oh, kann man hier rein? Ah, ich glaube, ich weiß was. Also auf jeden Fall kann man so mal auf die andere Seite. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Kollaborationspunkte. Ach, du hast mir da ein Portal hingemacht, gar nicht gesehen. Ja, ja, du musst dann wahrscheinlich schnell genug durch, weil ich könnte es nicht schaffen vom Weg her. Und jetzt? Ah! Ja, ja, es wäre viel zu lange für mich gewesen, da erst hinterrennen zu müssen. Tab. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich kriege sogar eine Anweisung für die Perspektive. Warte, warte. Ja, ich weiß, hab ich vorhin auch bekommen. Mach mal nochmal auf, ich mach dir ein Portal. Auf. So, jetzt komm. Jetzt kommst du, kannst auf meine Seite kommen. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt in Richtung gerannt. Mach uff. Yes. So, wo sind wir jetzt? Oh, Symbole. Du hast eine wackelnde Antenne auf dem Rücken. Habe ich sowas auch? Weiß nicht. Ja, tatsächlich. Da. Warte, warte, bleib stehen. Aber nur so eine kleine hast du da oben. Ja, aber tatsächlich, ja, die wackelt auch so rum. Auch. Mondpunkt X-Dreieck. Was ist das? Keine Ahnung. Warte, hier gibt's Knöpfe. Knöpke. Ich drück mal den Knopf für Punkt. Oh, zeitbasiert. Okay. Ah, wir müssen also alle rechtzeitig drücken. Dann gehe ich mal nach da oben. Ah, ich hab's schon verstanden. Geh erstmal nach unten. Lass unten beide gleichzeitig drücken und danach. Mach dir hier unten ein Portal und oben ein Portal und dann gehen wir gleichzeitig hoch, beide drücken. Okay? Warte. 3, 2, 1, bereit, go. Hup, hup. Und rein. Hup, und oben drücken. Episch. Oh, was ist das? Ah, denn? Der muss hier rein. Ah, okay. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des Okay, schlag ein, komm, schlag. Warte. Arbeit übernimmt. Nein, ich hab in die Luft eingeschlagen. Ah, jetzt ging's. Ja. Yeah! Geschafft! So ein episches Spiel. Und wieder auseinander. Genau, Mann! Oh, okay, diesen Lade. Ja, genau. Diesen Ladescreen lasse ich doch noch drin, damit man auch mal vom anderen Roboter den Screen sehen kann. Ja. Geile Sache! Danach sind wir einfach still bei den Ladescreens, damit du sie schön rausschneiden kannst. Genau. Obwohl es eigentlich egal ist, ob wir reden oder nicht, weil es wird so oder so rausgekattet. Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind diese Tests potenziell tödlich. Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Für einen von uns wird es zur echten Herausforderung. Für den, der hust, schlechter abgeschnitten hat, hust. Ah, ich weiß schon. Genau, mach da an die Wand. Ich mach so. Wuhu. Und ich mach so. Wuhu. Genau, yes! Und du musst jetzt hier nochmal zwei Portale machen. Nein, lass es da! Ach so. Was machst du? Schieß damit durch, damit es da durchgeht, genau. Jetzt muss ich es abschließen. Oh, ich hab grad ein paar Lags. Ah, lass ihn einfach liegen.
im Cube. Ah ja. Jetzt komm her und jetzt machst du hier auf beide Seiten der Wand ein Portal. Damit es der Laserstrahl weiter geradeaus geht. Yeah! 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 Nice. Okay, nächstes Abteil. Sollen wir nochmal einschlagen? Ja, das muss sein. Komm. Okay. Nochmal. Los, schlag ein. Yeah! Ich frag mich, was für Gesten noch kommen. Hier sind noch 6 Plätze frei. Ja, auf jeden Fall. Außer winken und einschlagen. Du winkst in die falsche Richtung. Ich weiß, egal. Ich wollte nur gucken. Okay, was passiert durch den Knopf? Ja, drück mal. Nicht. Turm hochfahren. Ja, da ist ja dieses komische. Nee. Okay. Wow. Roboter. Ha. Warte, geh mal auf die Plattform hier. Auf die da. Oh. Was soll das? Du Monster. Die gehören zu uns. Sie alle. Ein Schwert. I burn your soul. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Hast du den Spruch gehört, ey? Warte, ich weiß schon. Mach hier ein anderes Portal hin. Ich muss da oben eins machen und mach da, mach da. Machen. Was? Warum dahin? Weil da oben so ein Dingens ist, wo es offensichtlich ein Laserstrahl rein muss. Ach so, weil ich dachte, wir lassen den einfach mal spiegeln. Nee, das wird nicht gehen. Guck, weil das schräg reingeht. Ah ja. Kann ich dich eigentlich auch verbrennen? Au, ah, au, nein, au. Warte, mach da eins hin. Mach da das Gelbe hin. Oh, ich muss da außen rum. Warte, dann muss das Rote hier oben rein. Nein! Ja, oder so. Ist aktiviert. Oder so, ja. Und drüber springen! Und jetzt? Was jetzt? Ich weiß, glaube ich schon. Warte, mach mal hier eins hin. Und ah, Mist, da oben kann ich keins hinschießen. Wir müssen auf jeden Fall noch durch den Laserstrahl, durch dieses Licht bringen. Da ist noch ein... Ah, ja, ja. Okay. Warte. Dann mache ich das... Ey, das Rote muss dahin. Dann kannst du es richtig machen. Und jetzt? Was da machen wir jetzt? Da ein zweites hin. Ach so, okay. Stimmt, ja. Also halt, da muss mein Geld. Hab ich das falsch jetzt gemacht, oder was? Ah, ne, jetzt. Ah ja, so rum. Ja. So, geht doch. Und nach oben. Yay, oh Mist. Block mich nicht, du Rampe. Okay, schlag ein. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Für einen von euch? Wie nett sie mal ist. Was hab? Yeah. Disassemblieren lassen, oder wie das heißt. Disassemble. Ja. So. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Cool. Auf damit. Schere, Stein, Papier. Ihr habt so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Was will sie damit sagen? Will sie etwa sagen, dass ich fett bin? Ich bin ja schon. Boah, was geht ab? Okay. Ach so. Ich glaube, ich habe es kapiert. Ja, wir müssen auf uns auf jeden Fall den Cube holen. Wow. Ich bin drin. Ach, und ich mache dir jetzt den Parcours hier, oder was? Ja. Oh. Geh mal weiter. Jetzt mach. Genau so, geh mal weiter. Warte, ich kann auf deiner Sicht gucken, wo ich stehe. Dann muss ich... Ja, ich weiß schon. Warte, mal gucken. Ich muss noch da hinten. Genau, warte. Jetzt. So, ich mach wieder Platz. Oh, shit, warte. Oh, ich kann nicht... Doch, ich kann höher. Ah ja, okay. Dann ist alles klar. Und jetzt? Geh mal weiter. Geil. Yeah, jetzt hast du den Key. Ah ja. Und jetzt wieder raus. Ja. Oh, shit. Warte. Mist. Glasscheibe. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte dich raus transportieren. Oh, kannst du da unten lang? Ja. Ein gelbes Portal und dann raus. Gelbes Portal. Ah ja, yeah. Ich habe davor eins geschossen. Sehr gut. Genau, Abkürzung. Wo müssen wir jetzt wieder hin? Keine Ahnung. Komm zu mir hoch. Ich mach dir ein Portal. Ah ja, da hast du. Okay. Teamwork. Yes. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Und jetzt? Yes! Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Blue, du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt.
Ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Schlag ein. Komm. Aber wir haben schon nicht nach Duke gespielt. Ich möchte nicht mehr mit dir zu tun haben. Nein, nicht. Okay, dann. Ich bin in die Röhre. Dritte Wege. Okay, auf zum nächsten Level. Ein geiles Game. Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Nein. Aber wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Nein. Nein. Ich muss dich ausschalten. Okay, hier haben wir wieder eine Reflexion. Was hast du gemacht? Du hast ihn desintegriert. Und dann Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Warum ich? Wahrscheinlich, weil du es kaputt gemacht hast. Oh. Ach so. So. Das ist 2 Plattformen. Okay. Da würde ich jetzt nicht lang. Nee. Aber ich suche mir ja gerade noch einen Ort, wo ich hin kann damit. Da rechts musst du hin. Ach, während die Plattformen hoch und runter fahren. Das kann man regulieren, indem man, wenn der Würfel nicht da ist, geht die linke Plattform hoch und wenn der Würfel drin ist, geht die rechte Plattform hoch. Okay. Das heißt also, ich muss es aber irgendwie dahin und ich finde hier keinen Ort, wo ich noch was hinschießen könnte. Kannst du nicht noch irgendwo ein Portal? Warte, hier am Anfang ist nichts, hier kann man nur einen neuen Cube holen. Kannst du da irgendwie rein, in den Zwischenraum oder so? Da? Oh, ich weiß schon. Mach dir ein Portal. Mach dir 2 Portale auf der mittleren Höhe und ich werde dann darauf achten, dass die Dinger so auf der mittleren Höhe sind. Okay, ja. Jetzt gerade das Spiel minimiert. Okay, ich bin wieder drin. Nein! Okay. Also, ich muss jetzt wohin? Einfach hier hin und dann da eins hin. Ich. Genau, warte. Okay. Und jetzt, kannst du jetzt da lang gehen? Nein. Also zwischen die Stangen reinspringen? Reinspringen. Dann werde ich aber zerquetscht. Oh, Moment. Da fällt mir ein, ich kann diesen Laserstrahl auch noch hierhin umlenken. Da wird aber das andere geöffnet. Hierhin musst du umlenken. Du musst ihn nach der anderen Richtung umlenken. Ja, ich wollte gerade nur gucken, was passiert. Okay, sei bereit. Geh schon mal rüber. Geh auf die Plattform. Also geh noch nicht durch. Wow! Oh, sorry. Oh, was passiert? Okay. Oh, warte. Oh, ich habe gerade kleine Lags. Okay, Moment. Okay, ja, oh. Genau. Bleib da, bleib ruhig. Alles ist in Ordnung, okay? Verlier jetzt nicht die Nerven, Bloodrunk, okay? Ich fahr dich mal ein bisschen höher, weil damit wir noch ein bisschen Zeitraum haben. Okay, und jetzt musst du das zweite Ding da runterfahren. Oh Gott. Es fährt von alleine runter. Warte! Scheiße, der Lasercube! Nein! Ich fahr dich nochmal hoch, okay? Warte. Das Ding hat sich zufällig ein bisschen versetzt und dann... Oh! Moment. Ich fahr dich mal so hoch, wie es geht, damit wir mehr Zeit haben. Ich weiß es, du willst mich umbringen. Stimmt doch gar nicht. Okay, nice. Kannst du mir irgendwie ein Portal machen oder so? Ich hau jetzt ohne dich ab. Nein! Doch, hier geht's. Ich glaube, du musst jetzt auf die Plattform dahin. Das kann gut sein. Mach mal ein rotes Portal dahin. So muss das gehen. Ja. Nice! Oh, whoops! Was hast du vorgehabt? Die haben mich schon gefragt, warum das plötzlich wieder verschwunden ist. Mensch, diese Tests sind wie für dich gemacht. Ganz im Ernst, die Wissenschaft liegt dir. Was? Nein, okay, tschüss. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Siehst du, hier ist der wahre Könner angesehen. Aber ich lieg noch vorne, hat sie am Anfang gesagt, okay?